Dogge Trudi, Hündin Jackie und ihr Frauchen. Unzertrennlich. Das wollen sie auch über den Tod hinaus bleiben. Die Leute haben heutzutage zu ihren Haustieren wahrscheinlich eine größere Bindung als zu ihrem Partner, würde ich mal sagen. Also das ist wirklich, und es gibt ja auch viele Single-Haushalte, die ein Tier haben. Mensch und Tier in einem Grab. Es gibt immer mehr Anfragen auf dem Ladenburger Friedhof. Ja, wir hatten jetzt schon wieder eine Anfrage, und zwar diesmal ein Mann aus Heidelberg. Und okay. Der wird sich hier mit seinem Hund, also der ist schon verbrannt, ist schon in der Urne drin, wird er sich hier beisetzen lassen. Auch Pferde, Kaninchen, Wellensittiche oder Katzen können hier ihre letzte Ruhe finden. Gärtner Freund und Friedhofsverwalter Joachim haben jahrelange Überzeugungsarbeit geleistet bei Behörden, Gemeinderat, Stadt- und Landratsamt. Für den Anfang haben 70 Urnen und 5 Särge Platz. Ja, gut, man weiß jetzt natürlich nicht, wann die ersten Bestattungen jetzt dann losgehen. Aber die Urnengrabstätten bei uns sind 1 Quadratmeter groß. Das ist immer 1 Meter auf 1 Meter. Das sind praktisch so 2 Steine, die liegen 1 Meter auseinander. Und circa bis hierhin sind wir dann bei 1 Meter. Es sollen hier keine sichtbaren Grenzen entstehen, sondern es ist wirklich eine Gemeinschaftsanlage. Grabstätte erkennbar am Schluss natürlich durch einen Grabstein. Da haben wir hier einen ganz tollen Mustergrabstein. Eine Stätte der Erinnerung und der Liebe. Den hat unser Steinmetz hier vor Ort gemacht, für die Bestattungsart Mensch-Tier. Die Kirche duldet die gemeinsame Bestattung. Bis dahin war es eigentlich gar nicht so richtig für uns so ersichtlich, was man da regeln könnte oder müsste. Und wir sind erst im Laufe der Recherche dann draufgekommen, wo wir eigentlich ansetzen müssten, und haben dann erkannt, dass wir es eigentlich mehr oder weniger selber regeln können. In diesem kleinen Blumenladen nahe des Ladenburger Friedhofs fing alles an. Familie Freund arbeitet in der 5. Generation als Gärtner. Und selbst der Jüngste, der 6-jährige Lenny, packt inzwischen gerne mit an. Das besondere Grabfeld für Menschen und ihre tierischen Freunde möchte er gerne selbst mitgestalten. Bisschen noch. Gut. Muss ich mal probieren, ob es passt? Ja. Immer wieder kommen neue Anfragen. 2 Hunde aus ihrer Hundegruppe hat diese Interessentin bereits verloren. Ihre Asche steht zu Hause auf dem Schrank. Noch. Als ich das erste Mal gehört habe, da war ich ja gleich begeistert. Weil als Tierbesitzer hat man halt, und in einer Mietswohnung lebt, immer ein bisschen ein Problem, wenn man keinen Garten hat zum Beispiel. Und wenn man sich so ein Tier zulegt, dann will man das auch gut versorgt haben, wenn man selber mal irgendwann ins Gras beißt, sozusagen. Und wir haben jetzt von vielen schon gehört, die haben tatsächlich schon 1, 2, 3 Jahre die Tierurne zu Hause stehen, wussten nicht, was sie mitmachen sollten, und sind jetzt wirklich über so eine Möglichkeit echt dankbar. Der Friedhof in Ladenburg, eine Ruhestätte für Frauchen, Herrchen und Vierbeiner, über bisherige Grenzen hinweg.